Herzlich willkommen hier beim Wheel of MMA Podcast. Heute mit einem neuen Format. Und zwar möchte ich in diesem Format die Stärken einzelner Kämpfer beleuchten. Allen voran natürlich die Fighter, die bald im Käfig bei Wheel of MMA stehen. Das ist heute Leonard Lauber. Leonard Lauber kämpft am 2. Oktober gegen Peter Niari um den Gürtel im Mittelgewicht. Das wird ein sehr spannender Kampf. Also. Wer noch keine Tickets hat, sollte sich auf jeden Fall diese Tickets besorgen und dieses Spektakel live auf keinen Fall verpassen. Leonard Lauber trainiert im MMA Spirit in Frankfurt und das ist zweifelsohne eines der besten MMA-Gyms in Deutschland. Das kann sich sehen lassen. Sie haben viele internationale Kämpfer, egal ob Bellator oder UFC. Und dort ist Leonard Lauber natürlich gut aufgehoben. Ich habe mir nun ein paar Kämpfe von Lauber angesehen und ich konnte einige Dinge feststellen. Zum einen dass er, so wie er selber sagt, ein Allrounder ist, mich hat es aber doch sehr überrascht, mit welcher Gelassenheit er teilweise seinen nächsten Schritt im Octagon plant. Wenn man Laubers Kämpfe sieht, dann merkt man, denke ich, okay, er kann gut treffen, er kann hart zuschlagen und er ist präzise, aber er ist nicht diese Dampfwalze. Also, wenn man ihn jetzt mit einem Kämpfer vergleichen müsste, würde ich sagen, er ist nicht dieser klassische Justin Gaethje, der seinen Gegner überrollt sondern er ist eher wie so ein Holloway, der dann auch präzise schlägt und über die Distanz das Volumen bringt und nicht in einzelnen Momenten. Auf der anderen Seite arbeitet er gut, mit Low Kicks teilweise auch. Das heißt, egal ob Black Kick, High Kick oder mit Punches, Leonard Lauber ist in dem Bereich wirklich ein guter Allrounder. Ein Bodenkampf scheut er nicht. Das seht ihr im Clip im Hintergrund. Also Leonard Lauber geht auch mal auf den Takedown, sollte sich diese Möglichkeit ergeben. Natürlich sind diese Stärken eines Kämpfers immer die eine Sache. Und über die Stärken seines Gegners Peter Njari werden wir noch ausführlich sprechen und in einem separaten Video wird es auch meine Prognose zu Peter Njari vs. Leo Lauber kommen. Das sind auf jeden Fall in meinen Augen die Stärken von Leo Lauber sehr überlegtes Striking gute Kombination im Stand plus die Fähigkeit auf jeden Fall auch diesen Takedown zu shooten und am Boden auch zu kontrollieren starkes Ground and Pound haben wir in diesem Clip im Hintergrund bereits gesehen und dann war es das mit diesem Video ich bin auf eure Meinung gespannt freut euch auf die nächsten Episoden auch über die Stärken von Nyari und auf die Prognose von Leo Lauber vs Peter Nyari wir hören uns beim nächsten Mal macht's gut ciao